reingekommen, in der obersten Etage zumindest. Darf noch nicht drauf gehen. Es ist ein Beschleuniger drin, dass er nach 7 Tagen belegbar ist. Also in 7 Tage später kann theoretisch das Parkett drauf. 24 Stunden später können wir drauf. Das heißt, morgen können wir hier weitermachen. Und Montag geht es dann im Erdgeschoss weiter. Sieht recht gut aus. Da guckt irgendwas aus dem Boden. Sehe ich jetzt gerade nicht, was es ist. So, heute wird hier der Zählerschrank vorinstalliert. Ganz moderne Technik natürlich, 1810 oder wie die Norm heißt, mit den ganzen Unterverteilungen. Den ganzen Gedöns hier, Überspannungsschutz, Hauptschalter. Und dann gehen wir hier mit der Phase direkt auf die Hutschienen drauf. Und so, aber wir machen das natürlich alles nicht selber, sondern das macht alles der Elektriker, der hier steht. Kommt gleich. Der aber nicht gefilmt werden will. Genau, der kommt gleich noch. Weil dafür braucht ihr einen, das könnt ihr nicht selber machen, dafür braucht ihr einen Elektriker. Ne? Also wir sind heute nur Zuschauer und gucken uns das Ganze nur mal an. Hier werden jetzt noch so ein paar Schönheits- und Ausbesserungsarbeiten gemacht. Und zwar hier oben hatten wir ja Stahlträger eingesetzt, 3 Stück hier bei dem Fenster. Das große Hebeschiebefenster, und jetzt verklinkern wir hier oben die, ja, diesen Stahlträger nochmal ordentlich. Da bin ich gerade dabei. Habe ich da hinten auch schon gemacht bei der anderen Tür. Genau. Hier wird wieder fleißig gefuscht. Und zwar bauen wir hier die Kanten von den Laibungen von der Tür hier. Schön. Bisschen Bauschaum rein. Ich erzähle dir nur was. Ganz spannend wird das hier. Die ganze Schiene mit Bauschaum befestigt. Jetzt erstmal hier nirgendwo hält und dann später können wir das Ganze mit Putz befestigen. Und hier draußen sind wir dran mit Rotband Flächenspachtel. Größer. Hier. Den Anbau, das Wohnzimmer, das Esszimmer hier zu verputzen. Sind jetzt gerade dabei, die Decken zu machen. Ich bin hier bei den Laibungen. Hier unten hatten wir ja noch so einen Streifen, wo wir die Bitumenbahn vom Boden hochgezogen haben. Das haben wir jetzt auch verputzt, mit Gewebe natürlich dazwischen. Hier das Küchenfenster ist endlich mal halbwegs verputzt. Muss natürlich noch geschliffen werden. Genau, das ist gerade die Aufgabe. Der wunderschöne Estrich sieht schon wieder etwas mitgenommen aus, leider. Umso schöner sieht es aber hier aus. Der Sichtestrich. Hier gehen wir auch nur barfuß drüber. Auf Socken. Wir haben hier noch eine kleine Spezialaufgabe. Schon ewig nicht mehr gefilmt. Hier haben wir noch so eine Treppe. Da müssen wir noch Estrich machen. Wir haben hier gerade Estrich angemischt, klassisches Verhältnis. Ein Teil Zement, 4 Teile Sand. Und da glätten wir das Ganze jetzt. Ich hole mal eine Glättkelle. Sonst hier hängt schon die Folie, weil dahinter ist schon gestrichen. Also es hat sich schon ein bisschen was getan hier. Die Treppe haben wir gestern mal den Teppich abgemacht. Und leider haben wir hier so Metallkanten. Ein komisches Zeug, wo wir nicht genau wissen, was das ist, ob das vielleicht Asbest ist. Sind uns nicht so sicher. Darum werden wir hier vermutlich noch eine neue Treppe einbauen. Wir dachten eigentlich erst, wir können die aufbereiten, das heißt schleifen und ja schön ölen, aber ich glaube, das wird nichts.
Heute kümmern wir uns hier um den Fußboden. Und zwar werden wir den einmal als allererstes haben wir den abgeschliffen. Und jetzt wird er mit Auro-Hartöl mit einem weißen Pigment noch mal ein bisschen aufgehellt. Und wenn das dann eingezogen ist, das werden wir so ein massieren mit, so der, mit dieser Bona-Maschine und dann kommt als nächstes als Finish das Hartwachs drauf und dann kann hier Rotwein auslaufen alles, ohne dass es da langfristig Flecken auf dem Boden gibt.